Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen After Effects Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man in einem Video einen Zeitlupeneffekt erstellen kann. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe hier ja ein Demo-Footage. Schaut wie folgt aus. Da fahrt man hier mit einem Audi RS3 einfach die Straße entlang. Und jetzt hier schwenken wir dann rein. Und da fahren wir jetzt ganz nah an der Kamera vorbei. Und genau diesen Teil hier, dieses Stück, möchte ich euch ja, oder möchte ich jetzt in Zeitlupe einfach so einen Slowdown haben. Jetzt gehen wir einfach mal bis zu dem Punkt her, wo wir das Schwenken beginnen. Noch nicht. Ich würde jetzt sagen hier. Und dann machen wir Folgendes. Wir drücken Steuerung, Shift und Dora. Dann haben wir hier so ein zweites, ja, einen zweiten Film. Ist ein Cut, eine Schnittstelle gesetzt. Dann schauen wir vor, scrollen wir hier vor, bis wohin wir den, ja, Dehnungseffekt haben wollen. Ich würde mal sagen, bis hierher. Wieder Steuerung, Shift und Dora. Dann haben wir hier das mittlere Teil hier, den mittleren Abschnitt. Genau das ist der Teil, den wir hier als Zeitlupe eben erfassen wollen. Können wir jetzt auch umbenennen. Zeitlupe. Gut. So, was machen wir jetzt, damit wir das eben hier im Vergleich zum anderen Rest-Videomaterial ja, verlangsamt abspielen können? Ganz einfach. Ihr klickt auf diese Ebene oder auf diesen Filmbereich, Rechtsklick und dann hier auf Zeit und dann Zeitdehnung. Könnt ihr hier alles so lassen. Und jetzt sehen wir hier Dehnungsfaktor, neue Dauer. Aktuell dauert ja, dieser Ausschnitt 43, ja, Millisekunden, keine Ahnung. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen das verlängern, dann erhöhen wir die Zahl, den Dehnungsfaktor. Wenn wir sagen, wir wollen verkürzen, gehen wir mit der Zahl runter. Jetzt machen wir mal 200 Testhalber, dann sehen wir, hier dauert es eine Sekunde, die Vorbeifahrt. Aber wir wollen es noch länger haben. Machen wir mal 500, dauert schon 3 Sekunden. Machen wir einfach mal 600, dann dauert es 4 Sekunden. Drücken OK. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, dass dieser Bereich hier sich folglich durch die 6 oder 6 durch die 600% Erweiterung verlängert. Drücken wir auf OK. So, zack, jetzt haben wir hier, das ist jetzt die neue Zeitlupe. Zoomen wir mal raus. Jetzt müsste man rein theoretisch noch die Komposition anpassen von der Länge, aber das ist jetzt wurscht, das ist jetzt hier nur zu Demo-Zwecken. Schieben wir jetzt einfach hier unseren oberen, ja, Film weiter nach hinten, weil das ist genau der Cut zu diesem Ende. Drücken mit gedrückt, also mit gedrückter Shift-Taste schieben, dann switcht er genau hier ans Ende vom Film. Und jetzt können wir das mal testen. Schauen wir uns das mal an. Und schon haben wir einen coolen Zeitlupeneffekt. Geht er wieder zurück. Nochmal vor. Richtig cool. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, weil hier haben wir jetzt natürlich auch den Sound so ja, zeitloopmäßig, den können wir jetzt mal wegmachen. Drücken wir hier auf das Lautsprechersymbol, dann müsste der auch weg sein. Dann schauen wir mal. Genau. Und dann haben wir jetzt hier so einen coolen Zeitlupeneffekt. Schaut cool aus. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Daumen hoch, Abo wäre super cool von euch. Bis bald und tschüss.